Ja, in eine Polizeikontrolle zu geraten, das kann ganz schön nervend aufreibend sein. Ja, vielleicht haben Sie es da draußen auch schon erlebt, was aber wiederum Polizisten mittlerweile ja bei eigentlich routinemäßigen Kontrollen erleben müssen, das ist mehr als nur nervenaufreibend. Belagerung, verbale Attacken und sogar körperliche Gewalt sind hier leider keine Seltenheit mehr. Das zeigt auch der jüngste Fall einer Verkehrskontrolle in Mülheim an Karfreitag. Knapp eine Woche nach den Tumulten bei einer Verkehrskontrolle geht auf dieser belebten Einkaufsstraße in Mülheim-Stürum wieder alles seinen geregelten Gang. Am Karfreitag sah das aber noch ganz anders aus. Am Abend winken Polizeibeamte routinemäßig einen Autofahrer raus. Er roch nach Alkohol und soll für eine Blutprobe mit auf die Wache. Dann eskaliert die Situation. Nach Polizeiangaben versammelten sich rund 50 Menschen aus umliegenden Lokalen und Wohnhäusern. Es habe eine aggressive Stimmung geherrscht. Die Polizei rief Verstärkung und musste einige Unruhestifter mit Kabelbindern ruhigstellen. Die Folge: einige Personen mussten mit zur Wache und mehrere Strafanzeigen wurden geschrieben. Unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. Fälle wie diese sind längst keine Seltenheit mehr. Die Zahl der Polizisten, die in NRW Opfer von Gewalttaten geworden sind, hat den Höchststand seit mindestens 7 Jahren erreicht. Mit mehr als 18.000 geschädigten Polizisten stieg sie im vergangenen Jahr um fast 8% im Vergleich zum Vorjahr. Bei 80% der Gewaltdelikte gegen Polizisten handele es sich um Widerstandsdelikte in Verbindung mit einem tätlichen Angriff. Zahlen, die eine Frage aufkommen lassen. Schmilzt der Respekt vor der Polizei? Ja, und genau diese Frage will ich heute klären, und zwar mit dem Duisburger Kreisverbandsvorsitzenden der Deutschen Polizeigewerkschaft. Volker Schneider ist bei mir. Herr Schneider, hallo. Grüße Guten Tag. Sie. Ja, Herr Schneider, traurige Nachrichten im Prinzip aus Mülheim vom vergangenen Osternwochenende auch noch an Karfreitag. Sie werden es mitbekommen haben, die Zuschauer, glaube ich, da draußen auch. Was lösen solche Meldungen von Übergriffen auf letzten Endes Ihre Kollegen bei Ihnen aus? Ja, also solche Meldungen sind ganz klar, sind Einsätze, die lösen natürlich in erster Linie erstmal Unbehagen aus. Es sind Einsätze, die gerade auch zu Beginn des Einsatzes psychisch und physisch die Kolleginnen und Kollegen belasten. Sie müssen davon ausgehen, dass wir am Anfang immer eine sehr geringe Kräftelage haben, so wie jetzt auch in Mülheim. Diese Einsätze hatten wir aber leider auch schon in Essen, aber auch schon in Duisburg gehabt. Und es dauert eine Zeit, bis dann Kräfte herangeführt werden, sodass dann auch für die Kollegen Drucksituationen entstehen. Mhm. Dazu muss man auch noch sagen, solche Einsätze finden in letzter Zeit vermehrt statt. Wir können das feststellen. Und leider auch in Wohngegenden, die sehr eng bebaut sind, die stark belebt sind mit Personen mit Migrationshintergrund. Wir haben dort Straßen, auf denen sehr viele Gaststätten sind, kleine Kioske oder Spielhallen. Und da ist es natürlich klar, dass sehr schnell Leute dann auf den Straßen sind, wenn dort Polizeieinsätze stattfinden. Das stimmt, das haben wir auch in Mülheim gesehen am Wochenende. Jetzt sind Sie selbst schon seit vielen Jahrzehnten Polizist, engagieren sich in der Polizeigewerkschaft. Sie haben die ganzen Dinge schon erlebt, in anderer Form, in dieser Form sicherlich auch schon. Ändert das gewissermaßen die Sicht so ein bisschen auf die Dinge bei einem selbst? Ja, mit Sicherheit ist es klar. Die Frage ist immer, wie geht man da auch gegen vor? Also man hat ja auch damit Respektlosigkeiten zu tun. Polizeibeamte sind da schon geschult, verbalen Provokationen entgegenzutreten. So ist es ja nicht. Nur jetzt haben wir neuerdings auch eine Form oder eine Qualität der Aggression, mit der man sich stellen muss. Auch in Mülheim war es ja so gewesen, dass wenn dann die Kräftelage gut ist, wird die Polizei da sehr konsequent gegen vorgehen. Man wird da auch kleinste Verstöße ahnden. Auf der anderen Seite muss man sich fragen, wie kann man das in Zukunft verbessern? Auch da ist die Polizei schon bereits tätig mit Projekten, mit Präsenzprojekten, aber auch mit Prävention, die ja sehr wichtig ist. Da gibt es Dienststellen, die versuchen dann dort Bevölkerungsgruppen besser zu informieren. Das kann die Polizei wahrscheinlich gar nicht alles alleine stemmen. Da geht es auch, denke ich mal, um Aufklärung. Sie haben es ja angesprochen, das sind ja oftmals Leute mit Migrationshintergrund, die Strukturen aus ihren Ländern vielleicht so nicht kennen. Wie genau kann man da anknüpfen? Gut, es gibt sicherlich Misstrauen gegenüber den staatlichen Organisationen, das ist richtig. Wir knüpfen da an, dass mittlerweile die Behörden sehr eng zusammenarbeiten. Auch die Ausländerbehörden sind da mit im Boot, die Kommunalbehörden, der Zoll. Sodass da, sagen wir mal, schon flächendeckend besser informiert wird. Das ist mit Sicherheit ist es der Fall.
Auf der anderen Seite muss man auch sagen, in diese engen Wohnräume, auch da muss eine Entzerrung stattfinden. Also wir haben schon die Sorge, auch die Polizei hat die Sorge, dass wir Bildung haben, also Ghettobildung haben oder dass es dort zur Abschottung kommen kann, dass Parallelgesellschaften entstehen, die dann irgendwann sich verselbstständigen. Und dann ist es natürlich für die Polizei besonders schwer, dort zu überwachen und zu kontrollieren. Mhm. Ja, aber Fakt ist es natürlich, die Polizei wird nach wie vor solche Verstöße, wie jetzt auch in Mülheim, nicht hinnehmen. Das erwartet auch die Bürgerinnen und die Bürger von der Polizei, dass wir da natürlich auch die deutschen Gesetze auch umsetzen. Ist dieses Problem in der Politik so bekannt, wie es jetzt bei den Polizeibeamten ist? Es gibt ja durchaus Maßnahmen, die dagegen ein bisschen ansteuern sollen. Also jetzt, um eine zu nennen, zum Beispiel Bodycams wurden eingeführt. Glauben Sie, dass sich gerade die richtigen Dinge tun, um genau diese Einsätze, die wir in Mülheim jetzt gerade gesehen haben, zu beenden in der Zukunft? Ja gut, die Politik ist man schon dabei. Wir haben jetzt auch in dem Bereich der Clankriminalität dort schon tätig zu werden. Also es gibt da, wie gesagt, schon Konzepte. Eine Bodycam sicherlich hilft im Einzelfall, aber man ist sich schon dessen bewusst. Man versucht also, wie gesagt, stärker zu kontrollieren. Sie sehen es auch in aktuellen Beispielen, auch wie letzte Woche Samstag in Duisburg. Wir hatten mehrere Hochzeitsgesellschaften, wo dann auch Straßen blockiert werden, wo sich auch wieder mehrere Personengruppen im öffentlichen Raum treffen. Und auch Unbeteiligte gefährdet werden. Auch dagegen, sage ich mal, ist ein ganz klares Handlungskonzept vorgegeben. Das heißt, auch da wird die Polizei entsprechend Personalien feststellen und diese Personenmengen auflösen. Zukunftsweisend, wie gesagt, müsste man mit mehreren Methoden rangehen. Insbesondere, man muss versuchen, dass man die Leute besser integrieren kann. Man muss sie besser informieren. Aber man muss auch polizeilich ganz klare Grenzen setzen. Mhm. Herr Schneider, lassen Sie uns mal zu der Frage kommen, mit der wir unseren Beitrag abgeschlossen haben, nämlich schmilzt der Respekt vor der Polizeigewalt hier in Deutschland, vielleicht auch hier in Duisburg? Welchen Eindruck haben Sie? Man kann diese Tendenz schon erkennen, muss ich ganz klar sagen. Wir haben das ja auch übrigens gegenüber Rettungskräften, auch das ist ein Phänomen, was wir seit einigen Wochen und Monaten haben. Wir stehen dort immer wiederum Personen gegenüber, das muss man auch ganz klar so sagen, Personen mit Migrationshintergrund. Das sind unterschiedliche Personengruppen. Aber es ist in der Tat so, dass wir erst daran gewöhnen müssen, dass wir plötzlich dann mehrere hundert Leute auf der Straße haben. Wir werden uns darauf einstellen, auf jeden Fall, das kann ich schon sagen. Und letztendlich aber Respekt zu erzeugen, das ist nicht nur Aufgabe der Polizei. Das wird natürlich ein gesamtgesellschaftliches Problem sein und auch eine Aufgabe sein. Jetzt ist es ja auch so, dass Sie auch bei der Polizei immer wieder junge Nachwuchskräfte suchen und jetzt kriegt man sowas mit. Das passiert reihenweise, wie gesagt, das ist keine Seltenheit. Ja. Was löst das in jungen Leuten auch aus? Beziehungsweise sowas kann ja schlecht simuliert werden, auch in Ausbildung, ne? Dass man so belagert wird und im schlimmsten Fall halt auch körperlich attackiert wird. Richtig, es kommt auch zu Widerstandshandlungen und auch zu sehr starken verbalen Aktionen und Provokationen, gerade gegenüber weiblichen Kolleginnen. Gut, junge Kolleginnen sind darauf auch schon trainiert. Man hält zusammen, man arbeitet zusammen, man hat eine sehr gute Kommunikation untereinander. Letztendlich heißt es aber dann auch schon mal im Einzelfall taktisch dann auch erstmal zu warten, bis weitere Kräfte kommen. Sicherlich hofft man dann auch, auf die ein oder andere Person einzuwirken, denn letztendlich, das macht die Polizei immer. Wir sind sehr kommunikationsstark und versuchen so die Situation zu regeln. Wenn es dann letztlich nicht geht, auch darauf sind wir schon trainiert, dann werden auch Maßnahmen zwangsweise durchgesetzt, auch gegen diese Personengruppen. Drehen wir das Ganze mal um. Sie haben es nämlich am Anfang gesagt, das Ganze löst auch einen gewissen Druck auf Kollegen, vor allem junge Kollegen aus. Jetzt hatten wir vor ziemlich genau 2 Jahren den Fall in Duisburg-Bruckhausen. Da ist ein Polizeieinsatz auf der anderen Seite ein bisschen eskaliert. Da wurde unverhältnismäßig Gewalt angewendet. Es kam auch zu einem Gerichtsverfahren, das ist mittlerweile durch. Der Polizeibeamte wurde dafür bestraft. Glauben Sie, dass solche Fälle, die ja dann auch medial sehr ausgeschlachtet werden, auch so ein bisschen zu diesem fehlenden Respekt mittlerweile beitragen können? Gut, es wird sicherlich auch zur Verunsicherung erstmal im eigenen Kollegenkreis. Sicherlich ist dieser Einsatz nicht gut gelaufen, Polizei. Ich muss man ganz klar sagen. Der ist nachbereitet worden und da gab es ja auch entsprechende Konsequenzen. Auf der anderen Seite ist dieses Spannungsfeld, dass auf der anderen Seite aber auch Straftaten begangen worden sind und Verstöße begangen worden sind, die auch zu ahnden sind. Da kommen natürlich auch junge Polizeibeamtinnen und Beamte schon mal an ihre Grenzen. Das ist richtig. Da gibt es auch Fehlverhalten. Wie gesagt, in dem Fall war es jetzt ein Einzelfall. Aber das wird nachbereitet und ich bin mir sicher, so wie es auch die Polizei ist, in Fortbildungsmaßnahmen versucht man darauf natürlich, sich besser darauf einzustellen. So wie wir es ja in anderen Lagen auch machen, ob es nun Amoklagen sind oder eben andere größere Lagen. Wir hoffen mit Erfolg, sodass wir solche Szenen wie in Mülheim nicht mehr sehen müssen. Herr Schneider, vielen Dank für Ihre Einschätzung heute. Ja, herzlichen Dank.